Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Leute, yo, wenn ihr wüsstet, wie oft ich jetzt schon auf diesen Aufnahmeknopf gedrückt habe, ich raste aus, wenn diese Aufnahme hier nicht funktioniert, Alter. Ich hatte Mikrofonprobleme, ich hatte einfach langweilige Runden, wo ich einfach gedacht habe, das will ich meinen Zuschauern nicht antun, das war so öde. Oder wo ich einfach richtig scheiße war, das ist natürlich auch passiert. Und, Alter, ich bin echt mit den Nerven gerade so am Ende. Und ich hoffe einfach, dass jetzt alles klappt. Oh, schau mal. Oh, da sind ganze Gegner drin. Schau, da war die ganze Wand versteckt und so ein Scheiß. Da sind sie alle. Aha. Okay. Okay, das sieht ja nach einem geilen Team aus. Schau mal, hier sind zwei mit demselben Namen hier. Die sind wahrscheinlich in irgendeinem Squad oder so. Interessant. Ton ist bereit. Chill. Also Leute, jetzt wäre, glaube ich, die beste Chance für... Da ist er, eine ganze Zeit durch. Seht ihr ihn? Yo, kill ihn! Habe ich ihn gekillt? Irgendwer hat ihn gekillt. Sehr gut, ey. Mein Team macht einen geilen Job. Jetzt wäre für euch wahrscheinlich die beste Chance, mir zu sagen, dass ihr mehr... Wie er noch gekrabbelt hat. Motherfucker, den habe ich nicht gesehen. Ah, jetzt hätte die beste Chance für euch, mir zu sagen, dass ihr mehr von diesem Spiel wollt oder nicht. Weil das war, also wenn die Aufnahme jetzt nicht klappt, okay, dann wird das Video sowieso nicht rauskommen, aber... Bam! Bayom, Bayom! Sagt mir Bescheid. Lasst ein Like da, kommentiert. Yo, what? Okay, irgendwie haben alle Leute das Spiel verlassen, wir haben gewonnen. Ich meine, Likes sind immer gut, Leute. Ihr könnt immer Likes da lassen, egal bei welchem Video. Aber jetzt, egal, oder schreibt einen Kommentar, keine Ahnung, macht irgendwas, damit ich weiß, mehr Rainbow Six oder weniger Rainbow Six, weil das hat mich so, also ich bin so abgefuckt, ne? Puh, wen nehmen wir denn? Bisher läuft die Runde ja ziemlich geil. Ich meine, ich weiß nicht, warum die Gegner alle spielen. Oh, wir haben keine Gegner mehr. Jo, ich hoffe, wir betreten jetzt ein paar Leute, wenn die Aufnahme jetzt kaputt ist, weil alle Gegner das Spiel verlassen haben, weil sie Angst haben vor uns oder so. Okay, wir haben drei Gegner, okay. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck, weil... Schauen, wen haben wir in unserem Team? Wir haben Caveira, uma Brasileira Mungida, da haben wir einen Jäger, da haben wir Smoke, da haben wir den Doc, da haben wir mich, den Rook. Und ich darf auf gar keinen Fall vergessen, jetzt die Panzerung hinzulegen. Ich vergesse das immer. Und das ist einfach... Also wenn du als Rook nicht die Panzerung direkt hinlegst, hast du schon ein Problem. Oh, schau mal. Battle Eyes, das ist so ein Anti-Hack-Ding. Und das geht. Oh, wobei, das habe ich, glaube ich, schon mal gefragt. Und irgendwer hat in die Kommentare geschrieben, was das ist. Aber ich glaube, es ist so ein Hacker-Teil. So, wir können aber ganz kurz schauen, wo so lange es hier noch geht, was wir. Okay, es geht los. Sehr gut. Ja, dieses Spiel, Alter. Ach, es ist so schön stressig. So, da haben wir. Ich muss kurz mal überlegen, wo platziere ich gerne auch die Bombe B. Die wohl in dem Raum da drüben ist. Und ich werde einfach. Die Panzerung! Ey, ich glaub's nicht, dass ich das schon wieder fast vergessen habe. Und die Panzerung. Bach, okay. Leute, ich geh rüber. Ist klar, ihr bleibt hier. Ich geh rüber. Weil sonst ist ja hier gar keiner. Und wenn die einfach so reinlaufen. Und ich werde die Wand hier verstärken. Ist ja für mein Team gut. Falls die hier reinkommen und ich sterbe, ist auf jeden Fall die Wand safe. Und dann werde ich mein Schild hier in die Ecke stellen. Und einfach beten, dass sie durch das Fenster kommen. Das wäre sehr, sehr cool. Wenn nicht, habe ich wahrscheinlich ein Problem. Okay, so, ich habe das Ding. Oder gehe ich da hin? Gehe ich hier in die Ecke? Nicht, gehe hier hin, das passt schon. Da bin ich auch. Ja, nimm das Ding. Motherfucker, please. Platzier es schnell. So? Ja, so? Ich weiß nicht, ist das gut? Habe ich das gut platziert? Ich glaube schon, oder? Das ist ganz okay. Ich meine, ich höre das ja, wenn die da durchkommen. Oh, die können auch durch die Decke kommen. Oh, oh. Warte, ich mach's doch anders. Jo, beeil dich. Mach's doch so. Junge, beeil dich. Nein, so. Mein Gott. Ich kann's nicht anders... Ja, das war gut. Das war gerade. Ja, ja. Oh, Alter, ist das ein Krampf. Ich meine, ich höre ja, wenn die durch die Tür kommen. Und vor allem sind da ja auch meine Leute hier. Also ich glaube, die werden, wenn dann, Decke oder Fenster. Und das habe ich hier ganz gut im Blick eigentlich hier. Schauen, wie schön. Oh, was ist das? Was war das? Was war das? Ich habe das gerade gesehen. Ich check mal die Cams. So, die wird schon von jemandem ab. Was war das?
Ich habe ein geiles Team hier. Was ist das? Das ist ja eine richtige... Ach, das ist die Map. Okay, mit dieser Halle. Das ist ja eine richtige Seltenheit in Rainbow Six. Eine Bombe wurde von den Gegnern lokalisiert. Oh, die sind hier drin. Jo, Leute, das klingt nach einer dummen Ausrede. Aber mein... Ich bin gefuckt. Aber mein Fenster blinkt. Ich bin tot. Warum habe ich den nicht gekillt? Warum habe ich den nicht gekillt? Ich hätte... Oh, okay. Also, was ich sagen wollte ist... Das ist vielleicht eine echt dumme Ausrede. Aber mein PC-Bildschirm ist halt vor so einer... In meinem Zimmer, logischerweise, vor der Wand. Und rechts von dieser Wand ist ein Fenster, was sehr, sehr cool ist eigentlich, weil dann kannst du immer wieder rausschauen und so weiter, die Augen ein bisschen relaxen. Aber da scheint gerade so die Sonne rein. Das Wetter war den ganzen Tag kacke, aber jetzt... Aber jetzt ist es Frau gegen Frau gerade, ne? Caveira ist eine Frau und das andere war Ash, glaube ich. Eine Splittergranate. Aber jetzt gerade blendet das so krass. Was hat die für eine geile Waffe, die Caveira? Wir sind bei B drin, es ist die Wurst oben. Okay. B. Left Corner. Aber ich meine, solange das nicht der Typ ist, der das Ding planten kann, ist ja alles cool. Kalle und Paul. Ja, schau mal hier Kalle zu. Das ist der Gas-Typ, ne? Was macht der jetzt? Oh lol, schau mal. Hä? Bei mir hält der die... Ihr seht auch, dass er diese Giftgasgranate in der Hand hält. Und er schießt einfach. Also er hat dieses... Zumindest hat er gerade geschossen. Okay, ich weiß nicht, was hier los ist. Komm schon, schafft ihr, ey. Die Gegner haben einen Entschluss. Oh, 3 gegen 2. Und jetzt sind die 3 unter Druck und der eine hat nicht mehr so viel Life. Das wird jetzt noch spannend. Lokalisiert. Sofort deaktiviert. Oh, oh. Yo. Ich glaube, die haben wir verloren, die Runde. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Alter, was der denn geschossen? Oh mein Gott. Oh, yo. The fuck? Nur noch ein Gegner übrig. Was ist das für ein Loop, wenn du zwei, drei Leute ballern aufeinander? Keiner stirbt. Schau mal. Schieße Beine, überall hin, Bauch, Kopf, Arm. 1-1 steht's jetzt, ne? 1-1, okay. Nee, alles cool. So, wen nehme ich? Ich gehe mit Fuse. Das ist eine ganz gute Map für Fuse, habe ich das Gefühl. Nur so vom Gefühl her, ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Dann nehme ich ballistisches Schild oder... Oder das? Oder das? Ich meine, das hat ganz schön viel Muni. Aber das ist präziser, denke ich mal. Woher weiß man nicht, welche Waffe präziser ist und welche nicht? Die macht ja sogar mehr Schaden. Komm, wir nehmen die fette Waffe, Leute. Woher weiß ich, welche Waffe präziser ist? Das weiß ich doch gar nicht, oder? Ich nehme die fette. Und go. Nimm die Fette. So, wir haben Ash. Wow, da hat jemand keine Klasse ausgewählt oder absichtlich Rekrut genommen. Wer nimmt absichtlich Rekrut? Da gibt irgendwie so viel Sinn. Let's go. Boah, es freut mich jetzt die Sonne hier draußen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch... Ja, solche Tage muss man eigentlich ausnutzen. Ich habe gerade überlegt, ob ich heute viel aufnehme oder nicht so viel. Ah, ich wollte viel aufnehmen. Ich glaube, ich nehme viel auf. Alter, die blendet. Ich muss gleich meine Jalousien zumachen. Da wird der Facecam vielleicht ganz gut so als Beweis oder sowas. So, vielleicht sind die ja in dieser großen Halle. Wo ist die Halle? Da hat gerade jemand geschossen. Kam das von oben? Und hier ist die Halle. Alter, Leute. Ich muss ganz kurz... Okay, ich muss... Ich bin gleich wieder da. Noch 5 Sekunden. So, das musste sein, Alter. Wie krass die Sonne hier reingeschieden hat. Wissen wir, wo die Bombe ist? Oh, ich habe den Entschärfer. Und wir wissen nicht, wo die Bombe ist. Das ist natürlich super. Aber ich glaube, ich weiß auf jeden Fall, wo diese Treppe war. Da werde ich jetzt einfach hinlaufen. Die sind alle so ein bisschen am Rumruckeln, habe ich das Gefühl, ne? Also, ihr geht da lang, ich gehe da lang. Wobei, ich sollte vielleicht mit denen laufen, weil ich habe den Entschärfer. Oh, da sind sie schon mal. Ich bin ja sogar fused, von daher werde ich da doch einfach gleich mal... eine schöne Ladung reinknallen. Hier geht's natürlich nicht, weil es ist hier verstärkt. Schauen wir mal. Ist hier irgendwie sowas wie eine Decke oder so, die man auf... Oh, das ist eine Decke. Da hätten sie mich vielleicht vorlassen sollen. Warte, ich gehe hier lang.
dann hier lang. Oh mein Shit! Oh! Nein! In deinem Besitz. Dieses Spiel ist einfach so assi. Es gibt keine Gnade, ey. Es ist nicht wie Battlefield, wo erst. Alter, genau auf den Schädel, im Ernst? Im Ernst. Und ich hatte auch noch den Entschärfer. Und ich hatte noch nicht mal eine dieser Fuse-Dinger gezündet. Ich habe eigentlich. Oh Mann. Wirklich im Battlefield, ne? Da kannst du rumlaufen. Wirst ein bisschen getroffen, läufst ein bisschen weiter, heilst dich wieder, bist wieder getroffen, heilst dich wieder hoch und so weiter. Hier, ey, da gibt's nichts von heilen. Da gibt's keine Gnade. Ich meine, ich habe einen gekillt, immerhin. Schau mal, ich bin auf Platz 2, also immerhin. Immerhin ganz okay. Alter, mit der Schrotze aus der Distanz. Die können doch eigentlich da mal runter, oder nicht? Einfach mal, ich meine, der hat kein Leben. Aber wenn ich er will, würde ich mich nirgendwo hin bewegen. Aber er hier kann doch einfach ganz easy da runter. Ich meine, da ist doch eigentlich. Bombe gefunden. Na, warum schießt er da mit der Distanz? Er hat keine gescheite Distanzwaffe. Warum geht er nicht einfach ein bisschen näher ran? Ich meine, ich bin tot, ich habe gut reden, aber ich würde jetzt einfach ein bisschen näher rangehen. Ja, und jetzt einfach runter. Komm. Nein? Ja, ein Typ mit wenig Leben ist schon gestorben. Oh, die sind sogar noch zu dritt, ne? Da ist auch noch einer. Warum wirft er die Flash rein, wenn er nicht angreift? Also was ist der Sinn, die Flash da reinzuwerfen? Ich glaube, die haben die Hoffnung, also das ist so meine Theorie, dass die hoffen, dass einer nicht sieht und dann praktisch panisch wegrennt und hier vorbeirennt, aber geh doch da mal runter. Ah, endlich. So, wir schalten rüber zu Kalle. Kalle ist endlich drin. Das ist ja für ein böses Loch. Entschärfer wurde zurückgeholt. Wer hat den Entschärfer? Ich setze eine Drohne ein. Er hat den Entschärfer. Schau mal, er hat den Entschärfer. Lade nach! Da war einer, ja. Oh, bitteres Timing. Boah, fast. Komm, schieß einfach, baller irgendwo rein. Schau mal, wie diese Waffen auch verziehen im Spiel. Ey, der andere müsste jetzt runter, der andere. Aber wir haben natürlich hier kein Voice-Chat oder so. Der müsste jetzt runter. Schau mal jetzt, er hat ihn doch gesehen. Ich stand mal Rücken zu ihm ganz kurz, oder nicht? Jo, ich weiß nicht, was Trias Blacktrum macht, aber... Der Schaffer ist jetzt gesichert. Das war gerade die Chance. Und die haben noch 16 Sekunden. Es bleiben noch 15 Sekunden. Das war natürlich jetzt das beste Tag, das war verbleibt. Mal wieder, da war das ganze Team scheiße, ich war scheiße, alle waren irgendwie kacke und schon steht 2-1, schon steht 2-1. Alles noch machbar, Alter, was ist das für ein Skin an der Waffe, das war ja widerlich. Clubhouse, Team Deathmatch, oder was heißt das Team Deathmatch? Bombe. Wen nehmen wir? Ich gehe nochmal mit Rook, aber diesmal Schrotze, Leute, Schrotze. Ich bleib bei der Magnum. Soll ich voll offensiv gehen? Schild. Ich nehme die Granate. Weil das Schild war gerade eigentlich, obwohl ich das Schild hatte, also in der Situation vorhin, du hast auch mit dem Schild einfach irgendwann keine Chance, weil, was willst du denn machen? Wenn du rausschaust, wirst du abgeknallt. Also, sobald du einmal hinter dem Schild bist, da kannst du eigentlich nicht mehr raus. Warum nehmen die beiden Rekruten? Ich verstehe es nicht. Haben die keine besseren Leute? Vielleicht haben die nicht alle freigeschaltet und wir haben gerade alle gepickt, die eigentlich freigeschaltet hatten. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die machen. Aber ich weiß nur, dass es 2-1 steht. Matchball für den Gegner. Und jetzt muss das gehalten werden. Wir müssen das jetzt halten. Ich meine, wir haben die Verteidigung letztes Mal verloren. Let's go. Ich gehe wieder rüber zu B. Aber diesmal, Leute. Jo, war ich das Schild jetzt mitgenommen? The fuck? Habe ich nicht die Granate gerade ausgewählt? Oh Mann. Okay. Nichts passiert. Alles cool. Go. Kameraübertragung. Ich hoffe, wir kommen keine Drohnen hoch. Aha. Gut, die wissen natürlich, dass ich hier oben bin, aber wenigstens nicht direkt beide Bomben gescannt. Der. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Alter, das gefällt mir gar nicht, Mann. Noch 5 Sekunden. Was ist, wenn wir hier hingehen? Wenn der vielleicht damit rechnet, dass ich wieder an derselben Position bin, aber diesmal bin ich woanders?
Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob das hier klappen wird, aber es ist keine schlechte Position, um die da oben wegzuballern eigentlich. Ich darf mich einfach nicht einschüchtern lassen. Ich muss einfach draufhalten. Und ich werde noch einmal kurz die Cams durchgehen und dann werde ich einfach immer auf diese Decke starren, die ganze Runde lang. Oh, ich muss die Wand verstecken. Gut, dass du sagst. Gut, dass ich sag. Schnell. Oh, bitte nicht jetzt. Schlechtes Timing. Ganz schlechtes Timing, um die Wand zu verstärken. Okay, das muss reichen. Ich kann jetzt nicht. Ich kann es hier nicht weg. Schild aufgestellt. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ihr wisst, was zu tun ist. Komm, zeig dich, Mann. Ich habe eine Schrotze. Zeig dich und du bist tot. Zeig dich. Ja, wenn er eine Granate hier reinwirft. Du Wichser. Oh mein Gott, was passiert hier? Oh, Hilfe! What the fuck passiert hier, Alter? Was zum Teufel? Das ist alles in die Luft geflogen. Alles, ich brauch Leben. Hat jemand Leben für mich? Hol ihn. Das ist volle Offensive gerade. Volle Offensive. Fuck it. Okay, geh hinter das Schild. Geh hinter das Schild. Du hast kein Leben mehr für den Crap hier. Okay. Yo, wie viele Leute habe ich gerade gekillt? Wie geil war das? Ich habe nicht gecheckt, was gerade passiert ist. Die Decke irgendwie, die Mauer, das Fenster wurde aufgesprengt. Alles wurde aufgesprengt. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Verteidigt sie. Ich hoffe, hier kommt keiner rein, ne? Jo, wenn die mich hier sehen, wenn die hier durchgehen, ich bin so tot. Alter, Leute. Zwei, nee, drei noch. Ich hab zwei gekillt. Fuck. No, die sind im Gang. Räch mich, Junge, räch mich. Ich hab dich wieder... Ja, wir haben irgendwie gewonnen. Wir haben hier gewonnen. Ich hoffe, er hat mich gerecht, Jo. Ich hoffe, das war nicht umsonst mit der Wiederbelebung. Nice. War das der letzte Überlebende? Okay. Alter. Bitte ist die Aufnahme nicht kaputt. Das war eine richtig coole Runde. Wir gehen mit. Puls. Shotgun. Die Pistole. Ich gehe mit Stacheldraht, Leute. Einfach, weil ich mit diesem Ding hier nichts anfangen kann. Weil ich damit nicht umgehen kann. Gehe ich lieber mit dem Stacheldraht. Der was für eine Runde. Rook, Jäger, Valkyrie, Valkyrie. Ich weiß, weil ich habe Valkyrie gesagt. Da habt ihr richtig auf mich rumgehakt, weil ich Valkyrie gesagt. Leute, den Bereich sicher. Ich rede zwar viel so Englisch-Deutsch, aber irgendwie manchmal ist die deutsche Sprache auch nicht so scheiße. Aber okay, ich sage jetzt Valkyrie. Klingt aber auch ein bisschen weiblich. Das stimmt, klingt schon geiler. Klingt schon geil. Ich gebe es jetzt. Okay, so. Bleibe ich hier alleine? Ist das die Idee von meinem Team oder was ist der Plan hier? Ich weiß nicht, was die vorhaben. Ich nehme auf jeden Fall eine Rüstung. Mein Freund. Rüstung. Armer. Wo ist die Rüstung, Mann? Der macht ja genau denselben Fehler wie ich. Oh mein Gott, Jo, das sieht nicht gut aus. Oh nein, Mann, was ist das? Shit. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Mobiler Schild ist aktiv. Was soll ich hier alleine? Ich verstehe nicht, was hier passiert, was mein Team macht. Ich verstehe gerade wirklich nicht, was mein Team macht. Herzschlagsensor eingesetzt. Ich will nicht alleine sein, ich geh rüber. Jo, ich bin tot. Herzschlagsensor aktiviert. Die stehen da einfach alle. Die stehen da alle an der Tür. Oh oh. Double kill, motherfuckers. Double kill. Das hast du dir so gedacht, mein Freund. Triple kill. Das hast du dir so gedacht, ha? Jo, was ist das für ein Scheiß? Kalle? Trias? Versteck dich.
kann nicht rüber. Ich hab. Soll ich rüber? Komm hierher. Komm her. Kannst du dich noch ein bisschen näher hierher krabbeln? Hab dich. Keine Ahnung. Bleib einfach hier. Herzschlagsensor aktiviert. Weiß nicht wo, ob die restlichen immer noch dastehen. Yo, das war eine Killerrunde von mir. Wehe, die Aufnahme ist kaputt. Wirklich, bitte nicht. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier. Ich hab ihn halt. Er hätte nicht rennen dürfen, der eine. Das war auch, aber war so ein typisch. Also den Fehler mache ich auch ständig. Weil man denkt da, yeah, was? Mission erfolgreich. Mega! Oder haben wir schon. Haben wir jetzt gewonnen oder haben wir nicht gewonnen? Ich weiß nicht, war es jetzt. Es war auch matchbar, oder? Haben wir gewonnen? Ich weiß nicht, ob wir jetzt gewonnen. Harter kämpfter Sieg. Yes, Alter, was für eine Runde. Und bin ich. Yo, was? Was? Das war ich in dem Spiel noch nie. MVP. What the fuck? 7 Kills, 3 Assists, 3 Tode. Leute. Okay, dieses Spiel hat gerade bei mir wirklich nochmal. Hat bei mir ein paar Sympathiepunkte gesammelt. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Das, Leute, ich glaube, das ist ein Like wert. Haut rein, bis dahin. Ciao.